Richtfest in Tübingen. Der Neubau steht, der Altbau des Technischen Rathauses ist entkernt. Schon im nächsten Jahr sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauverwaltung einziehen können. Kostenpunkt 19 Millionen Euro. Die Baracke ist vor einem Jahr abgerissen worden. Was als Übergangslösung gedacht war, hielt 50 Jahre. Damit sollte nun endgültig Schluss sein. Im Inneren des Altbaus erinnert nach der Sanierung noch eine Wendeltreppe an 1954, als das Technische Rathaus gebaut worden ist. Auf dem Dach sollen künftig Photovoltaikanlagen, das gesamte Gebäude und Elektroautos mit Energie versorgen.